Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Sieht gut aus. Es läuft bisher in dieser Saison. Und wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie auch gute Chancen, in den Europapokal einzuziehen. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber keine Gefahr. Weg ist der Ball. Uzan. Fairer Einsatz hier. Super dazwischen gegangen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Schön dazwischen gegangen. Wird das eine Torchance? Flanke jetzt. Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Hereingabe kommt lang. Freistoß ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Fängt diesen Ball ab. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Uzan. Gute Aktion jetzt. Salih Uzan! Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das könnte die Chance werden. Uzan. Und weiterspielen, hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Jetzt wird es gefährlich. Er setzt zur Grätsche an und auf dem rutschigen Untergrund geht das natürlich noch besser. Er kann klären. Hereingabe. Da können Sie erstmal klären. Per Kopf zum Mitspieler. Schussversuch. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. Da zieht er ab.
Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Uzan. Da müssen sie aufpassen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das könnte gefährlich werden. Er schießt. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Velotic. Er will jetzt den Ball. Toller Pass. Und das ist der Ballverlust. Er zieht ab. Weiter gefährlich. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Da ist die Hereingabe. Ballverlust. Fängt diesen Ball ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Er bekommt die Unterstützung. Auf außen ist Platz. Da ist die Flanke. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Konstant. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Beide Teams waren gleichwertig. Insofern nichts Außergewöhnliches, oder Buschi? Kann man so sagen, Wolf. Mal sehen, ob eine Mannschaft das Kommando in Halbzeit 2 übernehmen kann. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jetzt wird's gefährlich. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Uzan. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Noch ist die Chance da. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball. Harmlos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Oh, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel.
Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Da greift der Schiedsrichter durch und schickt ihn vom Platz. Vertretbar, denke ich, auch wenn er durch den Schnee hier vielleicht etwas beeinträchtigt wurde. Er geht zu hart rein. Jetzt wird es den Wechsel geben. Gut sein. Da wäre jetzt Platz. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt rein. Sie haben immer noch den Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und er schießt. Macht das ganz sicher. Über die Torauslinie, Ecke. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Bisher können wir nicht sagen, welches Team hier gewinnt. Vielleicht bringt sie der Joker auf die Siegerstraße. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Refrain. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Da können Sie erstmal klären. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Super gemacht, gute Verteidigung. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Konstant! Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Das könnte die Chance werden. Andersen. Und jetzt die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Andersen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt ist Platz für den Konter. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Andersen. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Flanke kommt ganz weit. Wir werden heute mit Toren nicht gerade verwöhnt. Endlich der erste Treffer. Ja, und die Freude ist natürlich riesengroß. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Es fällt überhaupt nicht auf, dass sie hier nur zu 10 sind. Ganz und gar nicht. Sie gehen hier sogar in Führung. Eine unglaubliche Leistung. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Jetzt vielleicht. Klasse dazwischen gegangen. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Und jetzt der Schuss. Und das Tor. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Das war richtig knapp, aber der Ball passt. Genau gezielt oder Glück? Wurscht. Hauptsache, er macht das Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Super Pass. Klasse gemacht. Und das ist der Ballverlust. Eckball gibt's. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Da zieht er ab. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Tolles Zuspiel. Jetzt haben sie den Ball. Können sie... Ein berechtigter Freistoß. Refrain. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Refrain. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Gute Aktion jetzt. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der landet beim Keeper. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Sie haben sich den Sieg geholt. Eine ganz, ganz starke Leistung in Unterzahl. Ja, vor allem sehr gut organisiert gespielt. Wenig zugelassen. Toll gemacht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt. Uzan, gute Aktion jetzt. Salih Uzan! Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. Das könnte gefährlich werden. Er schießt. Er zieht ab. Weiter gefährlich. Und er schießt. Macht das ganz sicher. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Flagge kommt ganz weit. Jetzt wo
wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, und jetzt der Schuss.